So, herzlich willkommen zum weiteren Video, also die weitere Folge. Und zuvor gab es ja die Mission mit dem Rennen. Jetzt fahren wir mal zum Lukas Pertone und holen uns von dem unsere Belohnung ab. Die wollen wir ja natürlich haben. Und das ist der, wo unter der Brücke war oder ist. Da möchten wir hin. Dann fahren wir oben lang, oder? Ja, fahren wir über Little Italy rechts rein. Da rein. Können wir so machen. Ist, glaube ich, am gescheitersten. Dann oben, dann nochmal rechts und geradeaus. Yippie! Wir fahren im Oldtimer. Meep, meep. Piep, piep. Wir sind zum Lukas Pertone. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich 5 Milliarden Euro. 5 Milliarden Dollar. Oder so. Hundertprozentig. Oder wahrscheinlich nur 1000 Dollar für unsere Belohnung und die anderen kassieren total ab. Das wär's jetzt. So 100 Dollar für das Rennen und dann für überhaupt gar nichts. Wir kriegen bestimmt viel Kohle jetzt. Schauen wir mal. Oder vielleicht kriegen wir neue Autos. Grün, es ist grün. Man muss ja da extrem aufpassen, dass man da über grün fährt. Fährt man über rot, kriegt man Strafzettel, wenn die Polizei hinter dir ist. Die Bullen. Ah ja, okay, dann müssen wir unten rüber. Freue mich schon auf die nächste Mission, hoffentlich mal ein bisschen mit Action. Mit ein bisschen mehr Ballerei. Das Ding, das was man gesehen hat vorhin im vorletzten Video, glaube ich, da hat man die Sequenz gesehen mit dem Morello, wo der ihn doch totschlägt. Das Auto, das würde ich gern haben. Das war echt stylisch. Hinten so rundlich und vorne länglich und komplett in weiß. Das war so richtig luxusmäßig. Das wäre eher meins, aber die Schrottkarre, die kannst du ja in der Pfeife rauchen. Ah, Vorsicht, ich fahr da rüber. Hallo, ist jemand zu Hause? Hey Tommy, ich bin hier. Haha, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Tom. Das war großartig. Zuerst dachte ich, du würdest es nicht schaffen, aber als du losfuhrst, wusste ich, wie es enden würde. Dank dir habe ich einen Haufen Geld gewonnen und da ich nicht undankbar bin, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Diese Schönheit. Ich kann sie dir nicht geben, aber ich kann dir zeigen, wie du an eine rankommst. Hier, so einfach ist es, in dieses Baby reinzukommen. Das war's schon. Ein Kinderspiel. Okay, ich denke, das kann ich schaffen. Da steht noch einer, der gehört zu einem hohen Beamten unten beim Rathaus. Tagsüber steht er auf dem Parkplatz hinter dem städtischen Gebäude auf Central Island. Schätze, ich schau mal nach, ob er korrekt geparkt ist. Komm vorbei, wenn dir das langweilig wird. Ich habe immer etwas Neues. Danke, Lukas. Ich komm mal nach der Arbeit vorbei. Wir sehen uns. Ah ja, wir müssen da was stehlen. Wo ist mein Auto? Ich stehle ja sehr gerne. So, wo ist denn? Ah, der ist auf der anderen Seite. Okay. Den bringe ich dann gleich den Don. Den holen wir uns. Den wollen wir haben.
Der ist sicher schnell. Aber er ist halt länglich und länglich ist halt schlecht für die Kurve. Aber er schaut auf jeden Fall stylisch aus und fetzt bestimmt richtig los wie so eine Rakete. Den wollen wir haben. So, wo müssen wir hin? Ah, wir müssen da rüber. Oder können wir wieder zum Don fahren? Stehle den La Cita, der nähe dem städtischen Gebäude parkt. Ah, okay. Den holen wir uns auf jeden Fall. Und dann müssen wir zum Don, 100 Pro. Oh, shit. Ich hoffe, dass uns da keiner erwischt. Weil es sind ja überall Leute und es ist hell. Aber wenn der nur am Tag da steht, warum auch nicht? Hey, Vorsicht, hier vorüber. So. Grün, grün, überall schön grün, die Ampel. Der ist da unten, oder? Meine Güte. Die fahren wie die Sau. Einfach links, ohne Blinker, einfach rechts. Kim, schalt um. Möchte hier durchrasen. Glück. So, dann holen wir uns hier mal unten das schöne Fahrzeug. Da ist eh schon der rote Balken oder das rote Ding. Ah, da ist er eh schon. Oh, der schaut aber schön aus. So, steig mal aus da. Lieber Tommy, mir kriegen... Oh, da ist ein Bulle. Uiuiuiui. Das könnte schwierig werden, wenn da so Bulle rumgammelt. Okay, den knacken wir mal. Okay, der ist geknackt. Fahr zurück zu Sayelis Bar. Ha, ich hab ihn. Juhu. Yippie. Ich habe ihn. Oh, Vorsicht. Oh, das ist ein echter schickes Auto. Das ist so eine Art wie Cabriolet. Oder sowas für 70er, 60er eher. 50, 60er Jahrgang oder 70er Jahrgang. Ist das eher so Luxuskarre für so Angeber. Ne, rot. Ja, ich stopp schon. Wir kommen da Gänge reinhauen. Ah, okay, das ist das Ding. Also Leertaste und Gas, dann ist der Leergang drin. Cool. Wo fährt der hin? Aber schöne Stadt, finde ich, ist das auf jeden Fall. Für das, dafür, dass das so in die 2000er rausgekommen ist, das Game, hat das echt eine coole Stadt. Mafia ist ja eins von meinen Lieblingsgames. So. Ah, okay, wir können mir da eigentlich da links runterfahren, wo das Strichding da ist. Die Schienen oder so müsste ja gehen, oder? Also die nächste links. Da kann man noch gar nicht hoch. Das Baustell, ah. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Naja, der hat auf jeden Fall, was ich echt cool finde an dem Auto, gerade so super Lenkung. Also wirklich coole Lenkung. Der lässt sie besser lenken als wie die anderen Autos. So, dann links nochmal rein. Dann fahren wir ins Höfchen. So. Haben wir gleich. Da ist eh schon die Bar von unserem Chef. Ja. Ein bisschen ausholen. So, und dann noch rein. Langsam das Ja. Kein Kratzer drin ist. Ich weiß nicht, wo tun wir hin? Parkt man da drin, oder? Ah, hier. Hier kann man schön parken.
So, perfekt. Dann gehen wir zum Don und schauen uns dann nochmal die im nächsten Video, die nächste Mission an. Hopp. Und so kam ich zu neuen Freunden und meinem ersten Luxusschlitten. War gar nicht so übel, ein Gangster zu sein. Eines Abends nach einem verschlafenen Tag saß ich allein bei Salieri und nahm einen Drink. Luigi fragte mich, ob ich ihm einen Gefallen tun könnte. Hey, Tommy. Du kennst doch meine Tochter, stimmt's? Na klar, Luigi, nettes Mädchen. Du musst stolz sein. Danke, Tommy. Sie hilft mir manchmal hier hinter der Bar aus. Pass auf, ich möchte nicht, dass sie heute Abend allein heimgeht. Gestern Abend haben mir ein paar Typen Schwierigkeiten gemacht. Mit zweideutigen Andeutungen und so, du weißt schon. Ich habe mir Sorgen um das Mädchen gemacht. Deshalb dachte ich, du könntest sie vielleicht heimbringen. Es ist gar nicht weit. Du bist ein Gentleman und genießt jede Menge Respekt in der Gegend. Diese Typen würden sich nicht mit dir anlegen. Kein Problem, Luigi. Nichts leichter als das. Oh, Tom, du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin. Ich habe mir Sorgen gemacht. Keiner kennt diese Typen. Komm morgen zum Lunch vorbei. Da mache ich dir ganz was Besonderes. Sarah, komm doch mal her. Sarah, das hier ist Tommy. Ein guter Junge. Er bringt dich heim und sorgt dafür, dass dich diese Typen nicht mehr belästigen. Hi, vielen Dank. Es dauert nicht lange. Ich wohne gar nicht weit von hier. Ich hole nur meinen Mantel, dann können wir gehen. Okay, ich warte draußen auf Sie.